Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Liebe Menschensippe aus dem deutschsprachigen Raum der Schweiz und Österreich, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung aus der Reihe Es war einmal in Bletchley Park. Auf diese Sendung mit Katharine Turner und zu ihrem jüngsten Interview mit William Toll freue ich mich ganz besonders aus mehreren Gründen. Und bevor wir einsteigen, kurz noch ein paar Infos aus unserer Info-Ecke. Zum einen wird es am 4. und 5. Februar 2023 das erste Seminar des Jahres für unser Therapeutenportal für Veritas-Begleiter in der Umgebung von Siegen geben. Siegen haben wir nicht nur wegen des schönen Namens gewählt, sondern weil es auch gut von Frankfurt, Kassel und Köln, ich glaube vom Ruhrpott allgemein zu erreichen ist. Und wer es noch nicht weiß, Veritas-Begleiter sind Menschen, die für ihre Mitmenschen da sein mögen, sie begleiten möchten in der Zeit des großen Erwachens, damit dieser Prozess heilsam und weniger traumatisch verlaufen möge. Für mich sind die Veritas-Begleiter die Helden von morgen. Ja, und wer sich informieren möchte, kann dies gern tun unter www.friedensprojekt.info. Carsten Pötter und ich machen dieses Seminarwochenende gemeinsam und freuen uns auch sehr auf ein persönliches Kennenlernen. Dann macht Aufgetischt in Zusammenhang mit der deutschen Sprache und deren Heilung eine Telegram-Gruppe für die Jugend auf. Ja, diese Gruppe wird wohl Jugenddeutsch heißen und der Urgedanke besteht darin, deutschsprachigen Jugendlichen eine Möglichkeit zu bieten, sich auszutauschen und dabei unter anderem die Anglizismen in der Jugendsprache durch deutsche Wörter zu ersetzen, die sie selbst dafür auswählen. Jede Generation hat ihre eigene Sprache. Die ganz junge Generation sagt zum Beispiel Grinch. Ich habe das mal gegoogelt, ich habe das nicht mal im Englischen gefunden. Die Älteren sagen dafür komisch und die reiferen Älteren sagen dazu eigenartig oder merkwürdig. Und wir finden, es wäre doch schön für alle und auch für das allgemeine Verständnis untereinander, zum Beispiel ein deutsches Wort für Grinch zu finden. Und das mag die junge Generation gerne selbst tun. Dafür und für noch viel mehr gründen wir diese Gruppe und meine Co-Administratorin Mara ist 17 Jahre jung, eine Freundin der deutschen Sprache und am Puls der Jugend. Sie hat selbst einen Artikel zur deutschen Sprache geschrieben über Wortverdrehung und vieles mehr. Das hat sie wirklich ganz wundervoll gemacht. So wundervoll, dass der Artikel in der nächsten Ausgabe vom Walnussblatt erscheinen wird. Und den finalen Namen für die Gruppe der Jugendsprache wird bald bei Aufgetischt zum Aufwachen bekannt gegeben. Und wer mag, sagt es gern, vielleicht auch interessierten Jugendlichen oder Enkeln und Enkelinnen, sagt denen gern Bescheid. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein gutes und klares Jugenddeutsch. So, das war es erstmal. Und nun zu unserer Sendung von heute. Es ist nach langer Zeit wieder mal eine Sendung aus der Reihe Es war einmal in Bletchley Park und dazu begrüße ich ganz herzlich Katharine Turner. Katharine, grüß dich. Grüß dich, Nancy. Ich freue mich auch hier zu sein. Schön. Ja, und du warst von Anfang an dabei, bist quasi eine Urseele dieser Serie und heute ist eine Sendung, die erste Sendung aus unserer Senderei ausschließlich mit Frauen. Ja, das gab es bislang noch nie, sonst hatten wir immer ein paar Herren mit dabei. Jetzt sind wir Damen die einzigen. Und das passt auch ganz gut zu deinem wirklich großartigen Interview mit William Toll. Da erwähnt er auch Frauen und sagt sogar, Frauen sind Schlüsselfiguren und ja, vielleicht gucken wir mal heute gemeinsam durchs Schlüsselloch in euer Interview rein. Also, und ach so, und ich auch nicht nur ein Dankeschön an dich, dass du dieses wundervolle, wirklich wertvolle Interview gemacht hast, sondern auch ein Dankeschön an alle Beteiligten, die dabei waren.
Ja, auch an dich, liebe Nancy, weil du hast ja dann dich angeboten, die deutsche Übersetzung zu machen. Das hast du wirklich wunderbar gemacht, denn das ist ja ganz wichtig, dass etwas von diesem Flair auch erhalten bleibt von dem ursprünglichen. Das hast du wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also ich denke auch, es ist sehr gelungen. Eine sehr weibliche Produktion, würde ich mal sagen. Ja, und ich habe dieses Interview natürlich nicht nur als Dolmetscherin ein paar Mal gehört, sondern auch in Vorbereitung auf diese Sendung. Und Katharina, guck mal, wie viel Zeit ich gemacht habe. Da Aus steht, gut, dem ich Gespräch habe hast es auch du so groß viel. geschrieben, ja, ich kann nicht so gut gucken, vielleicht deswegen. Und vielleicht machen wir das so, dass wir das Interview mal chronologisch durchgehen. Da steckt so viel Tiefe drin, auch so in einfachen Aussagen, die getroffen wurden. Wenn man da genauer hinhört und reinspürt, stecken da wirklich ganz, ganz wertvolle Informationen dahinter. Und ich bin ja ganz froh und dankbar, dass wir das gemeinsam machen können mit ausländischen Wurzeln. Ja, du ausländische Wurzeln, wie ich gelernt habe im Interview, das wusste ich gar nicht. Halb Österreicherin, halb Belgierin. Genau. Ich mit meinen nicht österreichischen, ausländischen Wurzeln und William auch mit ausländischen Wurzeln. Das finde ich ganz interessant, dass wir drei dieses Thema jetzt mal intensiv beleuchten. Übrigens, auch noch etwas, was interessant ist. Das ist das einzige Interview, was ich bislang entdecken konnte im Netz mit diesem Inhalt. Also, Über William, mit William meinst du jetzt? ja. Naja, dazu möchte ich nur sagen, also als mir das angeboten wurde, dass ich das erste Gespräch in Österreich machen kann, war mir gleich klar, dass ich nicht mit ihm über das Geopolitische und so weiter reden möchte und auch nicht über wann erwarten wir was, also so irgendwelche Zahlen und Daten. Mir war klar, ich will das auch von einem weiblichen Zugang. Deswegen habe ich gesagt, lass uns über Liebe reden, weil er redet ja so viel über Liebe und das ist ja auch das, woran sich viele so stoßen mit dieser Honigfalle, wie sie es nennen. Und jetzt wollte ich da ein bisschen nachfragen und ich habe ihn aber eher im Abgabemodus. Also es war mir ganz wichtig, dass ich jetzt nicht hier die ganze Zeit von mir erzähle oder ihm mein Ding aufdrücke, sondern ich habe ihn wirklich reden lassen und so gut wie gar, also wirklich nur ganz, ganz wenig selber dann einen neuen Anstoß gegeben, aber ansonsten es laufen lassen. Genau, das war mir wichtig. Das hast du großartig gemacht. Und ich fange mal an mit dem Thema des Interviews. Das habe ich mal hier kurz aufgeschrieben. Du hast es beschrieben als eine Sehnsucht der Deutschen, geliebt zu werden und gleichzeitig eine Angst davor, abgewiesen zu werden. Das Ja? würde ich sogar sagen, Nancy, es ist noch verdrehter. Weil ich glaube, die Angst ist gleichzeitig, die Angst ist geliebt zu werden und die Angst ist abgewiesen zu werden. Ich will jetzt nicht, du weißt, dass ich mit Diagnosen ganz vorsichtig bin, oder ich bin an einem Punkt, wo ich sowieso jegliche Art von psychologische Diagnostik irgendwie als äußerst bedenklich erachte. Aber es gibt ein Buch über Borderline und der Titel ist Ich hasse dich, verlass mich nicht. Ja, Das das ist passt nämlich, dazu. es ist nämlich ein Double Bind. Wehe, wenn du mich liebst. Wenn du mich nämlich liebst, dann müsste ich ja Angst haben, dass du mich verlässt. Also hasse ich dich lieber und sag lieber gleich, geh weg, weil da muss ich nicht Angst haben, dass du mich verlässt. Also es ist ein wirkliches Double Bind und ein Double Bind ist ja etwas, wo man absolut da steckt man ja drinnen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du warst jetzt gerade im Gedanken. Sehr, sehr gerne. Und dieses Drinstecken, das klingt für mich so wie die Zwangsjacke, die William auch später in dem Interview erwähnt. Also es ist genau so, wie du das geschildert hast. Also so resoniert es wenigstens mit mir. Und nachdem du das am Anfang gesagt hast, hat William daraufhin erwidert, und das fand ich auch sehr interessant, ich habe das ja jetzt alles aufgeschrieben, Deutsche sind sich des Problems nicht bewusst. Sie können das Problem sich nicht erkennen, es wird vor ihnen versteckt. Da steckt so viel Tiefe drin. Und im Laufe des Interviews dröselt er das so nach und nach auf mit dir gemeinsam und fängt an mit der Metapher.
von der Geschichte der jungen Frau und vergleicht, ich gucke mal, grätsch ruhig rein, wenn du willst, ja? Ja, weil wenn du sagst, die Deutschen sind, es ist natürlich immer schwierig, wenn wir hier die Deutschen sagen, aber wenn er sagt, dass sie sich die Deutschen des Problems nicht bewusst sind, das merke ich an den vielen Kommentaren, die ich bekomme, die immer, also die meisten sind absolut positiv, aber dann gibt es halt immer wieder diese immer wiederkehrenden wirklich Worthülsen. Es ist immer das Wort mit der Honigfalle, immer das Wort. Mhm. Also daran kann man schon erkennen, was das für ein Programm ist, was sich abspult, weil immer das Wort Honigfalle drinnen ist. Und dann kommt auch oft, oh, er wendet sich an unsere Emotionen und dann lässt er uns aber im Regen stehen. Also das steht, also so quasi, wir gehen in eine Falle. Diese Angst, wir gehen dem Rattenfänger von Hameln auf den Leim und dann sind wir verratzt und verkauft. Und da haben wir wieder die Verdrehung, weil, wie du sagst, sie sind sich dessen nicht bewusst. Warum? Weil sie im Käfig drinnen sind und der Tiger ist mit ihnen im Käfig und sie haben die Tür verrammelt und sagen, wir machen nie mehr wieder auf, weil es könnte doch ein Tiger daherkommen. Und das ist genau das, was er sagt, von wegen sich dessen nicht mal bewusst sein, weil ich glaube, sie denken, das muss so sein. Es ist ganz normal, weil sie kennen ja nichts anderes, weil so war es seit ihrer Geburt. So ist es. So ist es, weil das ist etwas, woran sie sich, sie können sich ja nichts anderes erinnern. Sie haben gar keine andere Referenz. Ja, ich habe dazu mal eine Geschichte erzählt, der Goldfisch im Aquarium. Zuerst ist das Wasser ganz hell und klar und dann kommt ein Tropfen Tinte rein und die Zeit vergeht und dann kommen noch mehr Tinte rein und Goldfische kommen und gehen, Generationen kommen und gehen. Eines Tages ist das Wasser dunkelblau und dann, wenn du dem Goldfisch sagst, du sag mal, das Wasser war doch war früher ganz glasklar, dann sagt der Goldfisch, sag mal, spinnst du? Was? Das Wasser war schon blau, bei meinen Großeltern sogar erzählen vom blauen Wasser. Und da fehlt natürlich die Referenz. Lass uns mal ganz kurz, weil das so, so wichtig ist, kurz zu dieser jungen Frau zurückgehen. Ich fand das sehr schön. Er verglich diese junge, attraktive Frau mit Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sagte, sie wäre naiv, rein, gutgläubig, vielleicht sogar bedingungslos. Und ich glaube, vielleicht kann man das auch so interpretieren. Ich glaube, du hast dann noch gesagt, sie wäre nicht naiv, sondern gutgläubig. Da war so ein Punkt. Unschuldig. Und sie konnte sich, und er sagte auch, dass sie nicht fokussiert war. Und da stutzte ich zuerst so, nicht fokussiert. Und dann sagte Oliver noch zu mir, wozu? Bei ihr war doch alles gut. Zu der damaligen Zeit. Möchtest du noch weiter oder soll ich was dazu sagen? Was mir auffällt, ist das Wort Problembewusstsein. Weil, wie du vorher von dem Wasser das geschildert hast, da muss dir ja schon mal ein Problembewusstsein, dass das Wasser vielleicht nicht mehr so ist, wie es sein soll. Und ich denke, um in dem anderen Bild zu bleiben, wenn du in dem Käfig bist und dieser Tiger ist ganz normal, der ist sozusagen Teil von dir, du glaubst, du bist der Tiger. Uns wird ja immer klar gemacht, wir haben den Tiger in uns, wir sind gefährlich, wir sind der Tiger, wir sind der Reißer, also die Deutschen sowieso, ne? Ein mörderischer Tiger. Und das heißt also, das Problem ist überhaupt nicht bewusst. Also, und ich glaube, das meinte auch William, wenn er sagt, nicht fokussiert. Weil wenn du dir eines Problems bewusst bist, dann wirst du, dann reflektierst du und dann konzentrierst du dich auch, weil dir die Gefahr bewusst ist. Wenn du überhaupt, und deswegen hat mir auch gut das Wort unschuldig gefallen, weil solange du noch voll in der Unschuld bist,
denkst du dir ja gar nicht, das ist ja kindlich. Es ist so absolut kindlich und du hast überhaupt keine Ahnung von den Gefahren. Du kennst noch nicht mal Tiger, die dich reißen könnten. Ja. Dir ist gar nichts bewusst. Und ich denke, das ist ja jetzt, was mit Deutschland passiert ist, dass es sozusagen aus dem Nest gefallen ist und dass es aus dieser Unschuld, der Verlust der Unschuld, da rausgefallen ist. Aber jetzt ist das das Problem, ich mag das Wort Problem eigentlich gar nicht, aber dass die Deutschen jetzt sich damit identifizieren und meinen, das ist völlig normal. Und jeder, der ihnen jetzt irgendwas von der vom alten Paradies erzählt oder von den alten Zuständen, der wird sofort als Gefahr, bleib du ja weg, na, und wird weggebissen. Ja. Genau, und noch ein, wie soll ich sagen, Attribut dieser jungen Frau war, als sie sich verliebte, verliebte sie sich reinen Herzens. Das hat er auch ein paar Mal erwähnt. Und ich meine, wir kennen es ja selbst, wenn wir uns reinen Herzens verlieben, dann tun wir das wirklich ganz offen, ohne Schutz. Ohne Schutz, ohne irgendwelche Vorbehalte. Also dann ist das Herz ganz offen. Nur so kann es ja gehen. Und was ich hier auch noch anmerken möchte, ist, dass gerade sehr, sehr beseelte Menschen und sehr unschuldige Wesen sich besonders gerne in den bösen Jungen verlieben. Das haben wir in Filmen, das haben wir auch in diesem Die Schöne und das Biest und so weiter. Ne? Also wir haben, und das sind in ganz vielen Filmen haben wir das romantisiert, ne? Vom Winde verweht. Ne? Er ein richtiger Halodri und ein richtiger, der draufhaut. Und sie verliebt sich in ihn. Also ich glaube, dass hier eine Anziehung ist von etwas, was besonders ganz, ganz rein ist und überhaupt keine Erfahrung hat. Und wenn man jetzt überhaupt will, also gerade in so, ich mag das Wort schon gar nicht mehr verwenden, ich bin gerade vorsichtig, ob ich das nehme. Ich will das Wort psychopathisch schon gar nicht mehr verwenden, es ist so grauenhaft. Mhm. Aber im Sinne von, also wenn ich oder das, was ich weiß über solche Strukturen, ja, ist, dass die unglaublich selbstsicher sind und mit unglaublichem Selbstbewusstsein alles Mögliche durchsetzen. Sie kennen diese Scheu nicht, diese Zurückhaltung, die ein junges Etwas hat in Bezug auf die Welt. Also sprich, die Welt ist für so ein junges Mädchen wie ein Feindesland und dann kommt da so einer daher, völlig selbstsicher, der diese Welt ja mitgeholfen hat aufzubauen, also ihre Machenschaften kennt und deswegen sagen kann, Baby, hier, ich mach das für dich. Ne? Also so eine Beziehung haben wir ganz oft. Und diese junge Frau, ich gehe mal weiter in der Geschichte, die gab sich voll und ganz hin, ohne jegliche Berechnung und völlig, wie du sagst, unschuldig und ohne auch darüber nachzudenken. Ja, und weil sie auch, ich glaube, William sagte auch, der nannte ihn den alten Liebhaber, der verkörperte auch eine Lebensweise. Mit alt meint ihr aber, glaube ich, nicht alt im Sinne von, weil er so alt ist, oder? Sondern im Sinne von der ursprüngliche. Genau, genau, genau. Und die Nummer ging schief. Und es war natürlich eine große Ernüchterung. William sagt bei Minute 8, am Ende ging es nicht nur schief, sondern es erschien, dass den sie so unendlich liebte, sie betrog. Das schien so. Und da habe ich mich gefragt, Betrug, ja, wie ist denn das zu verstehen? Können wir darüber nachdenken, müssen wir aber auch nicht. Die Constanze, die wusste ja im Prinzip, William sagt, das Hörensagen hatte sie quasi vom Stammtisch ihres Vaters. Ja, was überhaupt damals so los war. Und ich gehe mal hier mal ein bisschen weiter. An der Stelle finde ich interessant, dass ich über lange Zeit des Gespräches das
nicht auf die konkret, also es war für mich über lange Zeit vor allem eine Allegorie. Und es funktioniert für mich auch wunderbar als Allegorie. Ich finde, wir brauchen hier keine Namen, weißt du? Weil es ist ja ein Prinzip. Ein Prinzip und ich glaube, dass wir uns nicht mehr vorstellen können, was das bedeutet hat, in der Zeit zu leben. Wenn in 20 Jahren jemand zu uns sagen wird, sag mal, war die eigentlich total bescheuert wegen diesem C-Wahnsinn und wie auch immer oder irgendetwas anderes, nun, dann haben einige von uns das schon geschnallt, aber die Mehrheit nicht. Und ich denke, was er macht, William, ist, er gibt uns ein Bewusstsein für die Zeit, wie das in der Zeit war. Und ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt, willst du jetzt an deinem Skript weitergehen oder so, weil ich habe natürlich... Jetzt, mach euch. Du weißt, Nancy, dass ich dir heute einen Beitrag geschickt habe, der bezeichnenderweise zu mir kam, und das ist ja nie ein Zufall. Heute in der Früh, ne, sehe ich, bei YouTube wird mir vorgeschlagen, ein Gespräch, ein Interview, das die Emma, damals die Alice, die Schwarze... Alice Schwarzer damals geführt hat, vor 30 Jahren oder keine Ahnung, wie lange das her ist, mit der Romy Schneider. Die war damals 39 oder 38 Jahre alt. Und das war so lange irgendwie unter Verschluss und jetzt vor kurzem wurde es erst veröffentlicht. Und zu mir ist es erst heute gekommen. Ich habe zuerst gar keine Relevanz darin gesehen und als ich es mir angeschaut habe, wusste ich, warum ich es gesehen habe. Weil das, worüber William hier redet, ja, haben wir hier. Nämlich, genau, also die Mutter von der Romy Schneider, die Magda Schneider, die war ja anscheinend, also auf welche Art sie auch immer mit dem, mit Monsieur, mit Herrn H. verbunden war, ja. Aber Romy Schneider selber vermutet, dass das eine intime Beziehung war. Und ich meine, wenn man sich das in der Zeit vorstellt, ne, dann war das mit Sicherheit kein Monster oder so, sondern erst einmal einfach ein charismatischer oder keine Ahnung, was sie da empfunden haben. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber wenn man es in der Zeit betrachtet und wie dann, und wenn ich mir dann die Geschichte von Romy Schneider anschaue, ja, das hat ganz viel von dem, was William da erzählt, was heute noch die Deutschen betrifft, ist in dieser Geschichte von Romy Schneider drinnen. Dieses Nachkriegsdeutschland, wo die einen alle mit faulen Eiern geschmissen haben, ja, und den anderen an den Pranger gestellt haben. Und diese Zerrissenheit, wenn du einerseits deutsch bist, Deutschland vielleicht auch liebst, von Deutschland aber gleichzeitig abgelehnt wirst, beziehungsweise von den Deutschen abgelehnt wirst, weil du etwas verkörperst. Und diese Romy Schneider, also die hat für mich diese ganz, ganz pure Unschuld, hat sie für mich verkörpert. Also, das war unglaublich, als ich mir das angeschaut habe, habe ich gedacht, das ist, als würde William von ihr sprechen. Und ich denke, das ist uns verloren gegangen, wenn ich jetzt mal uns sage, uns Deutsche. Also ich bin natürlich halt Belgierin, aber dem Deutschen an mir oder dem Deutschen an dir oder denjenigen, die uns zuschauen. Indem sie damals jemanden, die junge Unschuld, ja, die Romy Schneider, auch in ihrer Sisterrolle. Ich habe gemerkt, das ist nicht aufgesetzt. Ich habe ein Interview mit ihr gesehen, wie sie in Paris war, wo sie so spricht, genau wie die Sissi. Das war sie. Sie war das. Sie war diese pure Unschuld. Ich habe auch ihr Horoskop gesehen. Das ist sie tatsächlich gewesen. Eine ganz, ganz reine Seele. Und die wurde mit Bomben und Granaten aus dem Land gejagt und mit faulen Eiern beschmissen. Und das sagt etwas über die eigene Identifikation, vor allem natürlich auch der deutschen Frauen, weil es waren die deutschen Frauen, die sie weggejagt haben und die gesagt haben, diese Hure und diese, ich weiß nicht was, diese Verräterin, ne? Also aus dem Land gejagt. Und ich denke, das ist heute noch, ich erkenne darin, wenn dass es derselbe Geist ist, der heute irgendwie schreibt, oh nein, ein William Towle, ne? Der will uns ja alle nur verraten, dass man sich wehrt gegen diese Energie wurde damals, ich habe gesagt, sie wurde in den Hades verbannt, ne, Persephone, oder halt wie die Romy Schneider nach Paris gejagt, also aus dem Land gejagt, egal wie. Aber es ist dieselbe Energie, dass man genau das, dieses ganz, ganz Reine, ja, dieses, was auch verletzbar ist, ne, das will man nicht mehr anschauen. Das ist wie Feuer, ne, wie eine furchtbare Angst davor, ja. Absolut. Und du hast das auch im Interview als Schmerzkörper bezeichnet. Und da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen, weil das so ein neuralgischer Punkt ist. Das sind diese Stacheln. Diese Stacheln, die jeder da, also nicht jeder, sondern die solche Art von Kommentaren dann schreiben, ja. Das sind diese Stacheln, die da aufgestellt werden, ja.
komm mir ja nicht zu nahe, ne? Und dann noch Gift verspritzen oder so. Und dann wird man fast selber zu demjenigen, wovor man eigentlich Angst hat. Also da hier passiert was ganz Schräges. Aber für die anderen ist es genau umgekehrt. Für die anderen ist es Heilung. Die, die es reinlassen können, für die ist Heilung. Ja, das ist definitiv. Liebe ist die Heilung. Und Liebe ist wirklich die einzige Antwort. Also daran glaube ich sehr. Und lass uns vielleicht mal etwas näher auf diesen Schmerzkörper eingehen, weil der, glaube ich, braucht so viel Liebe wie sonst kaum etwas in diesem Volk. Kurz nochmal zu dieser Situation. Diese junge Frau wurde also, wie soll ich sagen, von dem alten Liebhaber, dem vorangegangenen Liebhaber, betrogen und war dann ganz am Boden zerstört. Ne? Und dann kam laut dem Interview der neue Liebhaber an, als Retter. Und der neue Liebhaber hatte interessanterweise eine ganz neue Geschichte im Gepäck. Die war schon fix und fertig. Und diese Geschichte hat der neue Liebhaber der jungen Frau erzählt. Und wenn ich mir vorstelle, du kommst frisch aus so einer End-Täuschung, bist völlig am Boden, um es nochmal metaphorisch zu sagen, die Deutschen waren am Boden und da kommt der neue Liebhaber und bietet Schutz, bietet, was sagte William, Schokolade und Coca-Cola wurde angeboten und hier, du hast jetzt ein Dach über dem Kopf und aber dafür darfst du diese Geschichte, die ich mitgebracht habe. Mir gefällt hier der Ausdruck Liebhaber gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich glaube schon, dass William ihn genannt hat, also ihn so benannt, aber für mich passt er nicht. Weil der Alte, ja, also der erste Liebe, ich meine, die erste Liebe hatte mit Liebe zu tun und mit der totalen Hingabe. Wenn du dann so knallhart auf dem Boden landest, und merkst, der hatte ganz andere Absichten, weil du nach dem Betrug gefragt hast. Ich denke, der Betrug liegt darin, dass sie etwas anderes in ihm gesehen hat, als er tatsächlich war, für ihn vielleicht auch glorifiziert hat, etwas reinprojiziert hat, wie auch immer, aber auf jeden Fall stellte sich raus, seine Absichten waren nicht die, wie die ihren, nämlich tatsächlich eine Familie zu gründen und einfach nur glücklich zu sein, ne? Sondern der Betrug war, dass sie benutzt wurde, sage ich jetzt mal, und dann am Ende verlassen wurde und dann da am Boden wie so ein Putzlappen dann irgendwie am Boden liegt, so vom Gefühl her. Und ich glaube, Nancy, dass der Neue gar nicht sich als Liebhaber präsentiert. Ich glaube, der Neue, das hat auch William so benannt, eine Zweckgemeinschaft. Ich denke, das war ziemlich pragmatisch, ne? Da kommt er und sagt, ja, Mädel, komm, ja, kannst du für mich ein bisschen putzen, kannst du ein bisschen arbeiten, dafür kriegst du ein Ding und na, und dann besorgst man es halt hier und da. Entschuldigung, ich bin jetzt wirklich ein bisschen rüde, aber ich denke, in die Richtung geht's. Weißt du, eine weil wir reden hier von einer unbeseelten Ebene. Wir reden hier von einer wirklich ganz, ganz, boah, wirklich satanischen Ebene. Ne? Und ich denke, deswegen würde ich ihn nicht gerne als Liebhaber bezeichnen. Ich würde eher sagen, da kommt jetzt einer, vielleicht auch älter, so eine Art Sugar Daddy, weißt du, das würde für mich mehr passen, und sagt, okay, hier kannst du ein bisschen aufräumen, den kommst du in der Nacht her und so, und den Rest machen wir schon, weißt du, so in die Richtung, ganz pragmatisch. Ich schreibe den gerne um als Sugar Daddy. Ich bin an der... Und der erste, gerne. Liebe. Ja, als Sugar Daddy. Ich bin bei der Übersetzung des Interviews geblieben. Das ist quasi beruflich bedingt bei mir. Ja, klar. Aber ich nenne ihn gerne Sugar Daddy. Also Sugar Daddy kam an und wenn ich das auch richtig verstanden habe, und ich denke, das ist auch wichtig, geht es darum, dass der Sugar Daddy eine neue Geschichte mit im Gepäck hat, die er erzählt. Und der Sugar Daddy, das ist jetzt meine Interpretation, ich weiß es nicht, sagt, also entweder du glaubst die Geschichte oder... Ich glaube, er erzählt sie nicht. Ich glaube, der Geschichtenerzähler war eher der Erste. Weil der Erste war sowas, der hat sie eingeseift mit seinen Geschichten, mit seinen Netten. Ich glaube, der Zweite hat was verordnet. Der hat ein Narrativ verordnet. Ne? So, also... Oder ein Narrativ verordnet. Genau, mit Angst auch. Ne? Wenn du das nicht so machst, dann gibt es halt kein Dach mehr über den Kopf und so weiter. Ne? Und dann werde ich dafür sorgen, dass du nie mehr
irgendwo eine Stelle bekommst oder ein Dach über dem Kopf. Sowas in die Richtung, glaube ich. Und was ist das für eine Wahl, ne? Also, und was macht das auch mit einer Frau, ich sag mal, mit einer gekränkten Frau, die sich dann dem auch beugen muss? Also, weißt du, Nancy, an der Stelle würde ich gerne hier diese Allegorie, so wie wir die Marianne haben, die als Allegorie für Frankreich steht. Ne? Seinerweise, das ist eine Frau. Ne? Ja, gut, ob die Lady Liberty jetzt eine Frau ist oder ein Mann, oder das lassen wir jetzt mal offen, aber die Marianne ist definitiv eine Frau, die hat ja Brüste. Und ich möchte an der Stelle gerne diese Frau wirklich als symbolisch für Deutschen oder für Deutschland nehmen. Und zwar, das habe ich im Interview gesagt, aber vielleicht ging das auch ein bisschen unter, weil die deutsche Seele, ja, und die Kraft der Deutschen, wofür stand denn das Deutsche? Dass ich denke, die deutsche Klassik und die deutsche Romantik versinnbilden nicht in das, was Deutschland nämlich bedeutet hat. Ein Schiller, weniger Goethe, mehr Schiller und wer fällt mir noch ein? Chopin, naja, gut, da ist schon wieder was anderes dabei, aber Schiller definitiv. Und ein Caspar David Friedrich oder so, verstehst du? Eine Sehnsucht nach dieser Romantik, auch die perfekte Liebe, ja, gerade in der Romantik, das geht ja alles immer nur um die Liebe, ne? Und da sind wir aber auch übrigens beim mittelalterlichen Minnesänger, also Walter von der Vogelweide oder so, ne? Da geht es ja auch um die ideale Liebe, die natürlich zum Teil der Frau gilt, aber es geht darüber hinaus. Es hat was mit Ehre zu tun, mit so gesehen auch mit Männlichkeit, aber die Männlichkeit ist eine Dienende, die dem Weiblichen dient, die eine höfische, im wahrsten Sinne des Wortes, eine beseelte Liebe. Das ist, was ich kenne vom ursprünglichen Deutschland, sowohl mittelalterlich von den ganzen, also Walter von der Vogelweide fällt mir jetzt ein, aber es gibt sicher mehrere, Josef von Eichendorff, wer auch immer, ich kann sie jetzt gar nicht, kann ich gar nicht alle nennen, aber darum geht es auch nicht. Ich denke, ihr wisst, worüber ich rede. Und das ist der Geist, ja, der dann mit der großen Katastrophe, und der Erste Weltkrieg ist die große Katastrophe, die hat nur angehalten eigentlich hält sie bis heute an, weil diese Identität oder dieser Identitätsverlust von der Deutschen oder vor allem von Deutschland bleibt bis heute bestehen. Damals ist irgendetwas, und das ist der Raub der Sabinerinnen, das ist die Persephone, die in den Hades hinuntergestoßen wurde. Es gab auf einmal keine höfische, keine beseelte Liebe mehr, es gab keine Sehnsucht mehr, es gab keine Romantik mehr. Auf einmal hatten wir nur noch solche, wie heißt der, Platzek oder wie hieß der Stiefvater der ist so ein Sugar Daddy, das ist genau, der steht für dieses, was du in der Nachkriegszeit hattest, in den 50er Jahren. Alles an Amerika orientiert, alles an Werbung orientiert, an Merkantilismus, nur noch irgendwie Kohle, Kohle. Und das ist genau der Geist oder der Ungeist, den wir hier haben, der eigentlich mehr mit einem Vergewaltiger, sage ich jetzt, und das hat schon eine ziemlich, da sind wir schon auch fast schon im Kindesmissbrauch, aber da wollen wir nicht hin, ich weiß, aber es hat etwas, weil wir wissen auch von diesem, wie heißt der, Platzek oder ich weiß nicht, wie der heißt, der Stiefvater von der Romy Schneider, der hat sie ja auch, ich weiß nicht, mit 14 oder sowas, ne, das hat sie ja auch gesagt in dem Interview, dass er ihr an die Wäsche wollte. Also das ist alles nicht ganz koscher und ich denke, so war das auch. Und da ist etwas verbannt worden. Und das jetzt, und die dann drunter schreiben, oh nein, William Towle ist ein ganz, ganz schlimmer Rattenfänger von Hameln. Das sind die Angst haben, dass sie diese abgesplitterten Seelen und Herzensteile, dass sie die wieder hervorholen müssten, weil dann würden sie den Schmerz wieder fühlen. Und deswegen sagen sie lieber allen anderen, nein, nein, du musst dich mit dem Narrativ arrangieren. So, jetzt bin ich sehr weit abgedriftet, aber ich denke, das wollte ich jetzt überhaupt gar nicht. Also das war sehr wunderschön. Und das ist nämlich auch etwas, was ich aufgeschrieben hatte, das, was du eingangs erwähnt hast mit Schiller. Damals war das auch eine andere Liebe in Deutschland. Und wer das kann man in der Literatur nachlesen, nachspüren. Das kann man auch in der Musik, in dieser ganzen Kunstszene, kann man das nachspüren. Und wenn man das mit heute vergleicht, also was nach WK1 und WK2 passiert ist, diese Liebe, diese Tiefe, dieses große, große Herz wurde durch den Feuer des Betruges, glaube ich, als Metapher. Ich nehme das jetzt als Metapher, das ist ein weiter Begriff. Cauterized, sagte er. Cauterized heißt verbrannt.
verbrannt, das Herz wurde verbrannt. Und nach WK 2, dann kam der Sugar Daddy an mit seinen Sugar Honey Liedern und Filmen und dann kommt da unten die Sprache. Ja. Die Sprache, dann, wenn man sich, wir haben mal eine Folie fertig gemacht, meine ehemalige Kollegin Luise hat eine Folie gemacht mit den Anglizismen und die nach verschiedenen Bereichen des Lebens aufgeteilt, also welche Anglizismen gibt es in Liebe, welche gibt es in Beruf und so weiter und so fort. Und wenn du dir diese Wörter mal durchliest, die klingen alle so flach. Ja, ich weiß, aber ihr habt ja relativ viel über die Sprache gemacht und da ist er ja auch sehr dran. Ne? Da bist du dran, da ist auch der William dran. Aber ich denke, was den wenigsten, also ich, was ich immer wieder merke, Nancy, ist, dass die meisten überhaupt nicht checken, was hier checken, wieder ein englisches Wort. Die meisten raffen es nicht. Wie gefällt euch das Raffen? Die meisten raffen es nicht, was hier William hierher gebracht hat. Sie glauben, oh, da schwafelt irgendein älterer Mann die ganze Zeit über Liebe und kann noch nicht mal Deutsch. So, das ist jetzt die Kurzfassung. Aber was sie überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ist, dass er hierher gekommen ist und wirklich uns erst einmal aufgeklärt hat, im Sinne von, wir waren absolut völlig nichtsahnend und unwissend über Bletchley Park und über die Rheinwiesen. Da hast du natürlich auch einen wesentlichen Beitrag gehabt. Und wenn ich das nur sagen darf, ich habe, bevor William hier auf der Bühne erschienen ist, hatte ich zwei Enigma-Filme gesehen. Ja? Das heißt, also Bletchley Park war mir bewusst in Bezug auf Enigma. Dann habe ich eine BBC-Serie auf Netflix gesehen, bezeichnenderweise. Das war auch vor William schon. Und in dieser BBC-Serie habe ich irgendwie so völlig, was ist denn hier los? Da ging es nämlich, in England spielt die in London, da ging es darum, die Geschichte war der psychologische Krieg gegen Deutschland, dass es da einen Serienmörder gab, also es war ein Krimi, der im Zweiten Weltkrieg in Bletchley Park gearbeitet hat und dort Postkarten gemacht hat, wo er die Deutschen in abartigen Positionen und wie auch immer die deutschen Männer dargestellt hat. Damit wollte man, dass die Frauen sozusagen sich freiwillig den Alliierten hingeben und die deutschen Männer verbannen, weil man ihnen klargemacht hat, der deutsche Mann ist pervers. So, das, und da hat der die Postkarten gemalt mit seinem obstrusen Hirn, der später ein Serienmörder wurde. Das war eine BBC-Produktion. Das heißt, wir wurden sozusagen darauf vorbereitet, wenn die Wahrheit irgendwie rauskommt, so quasi. Und dann kommt William Toll und erzählt von Bletchley Park. Und da hat es bei mir die ganze Zeit nur, boah, ne, habe ich es kapiert. Er hat uns aufgeklärt. Und ich möchte nur sagen, weißt du, wir können nicht zurück in die romantische, unschuldige Liebe. Und das ist auch gar nicht der Sinn. Jetzt sind wir dazwischen. Wie du sagst, das Herz ist vollkommen eingefroren, die Persephone ist unten im Hades vollkommen versteinert. Und die, die jetzt sagen, oh, niemals, nur über meine Leiche, die wollen versteinert bleiben, ist okay. Aber für die anderen, ja, wenn du willst, dass du zu einer, und das habe ich auch im Interview erzählt, also gesagt, dass ich gesagt habe, ja, jetzt geht es darum, zu einer erwachsenen Liebe zu kommen, auf Augenhöhe, nicht irgendjemanden anzuhimmeln oder irgendjemanden hörig zu sein. Also den ersten hat sie angehimmelt und den zweiten war sie hörig. Und ich habe gesagt, jetzt geht es darum, auf Augenhöhe eine erwachsene Liebe. Und das kann erst passieren, wenn du das, was unten in Stein festgefroren ist, diesen Schmerz, der da unten versteinert ist, wenn du den rausholst, weißt du, was es als erstes gibt, Nancy? Als erstes gibt es Feuer, das Element Feuer. Alvarus fällt mir da ein, ne, vom Rheingold. Das heißt, als erstes ist das Element Feuer und der Schmerz, das ist Entzündung. Dann haben wir diese ganzen Autoimmunerkrankungen, Entzündungen, Rheumatoide, Arthritis und ich weiß nicht was alles. Weil dann ist nämlich dieser Schmerz in Bewegung geraten und das tut höllisch weh. Und deswegen haben wir die ganzen, die sagen, oh nein, nur niemals, nur über meine Leiche. Und erst im nächsten Stadium, dann kommt das Wasser. Da denke ich an Ahrtal, da kommt das Wasser und das Wasser lindert diesen Schmerz. Und dann kommt die Luft und dann kann das alles wieder atmen und dann kommt wieder diese Leichtigkeit zurück. Also das sind die Stadien und wahrscheinlich die das nicht wollen, die sagen, ich bleibe im Stein auf immer und ewig, wie die Lorelei, wie der Felsen. Die Lorelei ist doch auch versteinert da am Rhein, ne, in einem Felsen. Also das Thema hast du immer wieder, überall, mit der versteinerten Weiblichkeit. Mit der Verstand. Und vielleicht ist es ja auch so, dass wenn die Menschen, statt gleich von vornherein zuzumachen, wenn sie diese Geschichten hören oder von Toll hören,
wenn Sie da mal reinhören würden. Und denn, was ich auch gelernt habe, gerade in den letzten 2 Jahren, die Wahrheit ist eine Schwingung, das ist eine Resonanz. Wenn du die spürst, man spürt die Wahrheit mit dem Herzen. Das geht mit einem in Resonanz. Und nur wenn wir auch eine Wahrheit annehmen, auch wenn sie uns vielleicht nicht schmeckt, aber dann durch die Wahrheit, durch diesen Schmerz, den du gerade genannt hast, durch das Feuer, durch die Entzündung, Feuer reinigt auch, ja, durch diesen Reinigungsprozess zu erkennen, vielleicht ist das, sind die Dinge doch nicht so, wie ich dachte. Vielleicht ist die Geschichte, die mir erzählt wurde, doch als Hypothese doch nicht so, wie ich meinte. Und es ist natürlich auch schmerzhaft, sich eingestehen zu müssen, dass vielleicht gewisse Dinge doch nicht so sind, wie sie sind, wie sie da nach außen dargestellt werden. Jetzt sind wir aber an einem springenden Punkt, Nancy. Weil erstens mal, also wenn ich mir Kübler-Ross anschaue, ne, die 7 Stadien, die kennt ja jeder, ne, von Kübler-Ross, dann hast du als erstes Verleugnung, ne, Verneinung. Du willst es nicht wahrhaben. Also ich habe sie jetzt nicht alle parat, aber ist auch egal, dann kommt irgendwann einmal der Zweifel, dann kommt dieses Verhandeln, ne, so Deals aushandeln, ne, also ja, das schon, aber das nicht und wenn ja, dann das. Und bis es dann irgendwann einmal zu einer Annahme kommt. Und das ist ja das, was in Deutschland großteils verweigert wird. Aber, Nancy, was mir ganz wichtig ist, es ist nicht die Schuld der Deutschen, sondern, und das ist die Zwangsjacke, die ja William benannt hat, es ist dieser Double Bind. Weil es wurde den Deutschen gesagt, niemals dürft ihr das anzweifeln. Ihr dürft nicht daran zweifeln, ihr dürft auch nicht hinschauen. Und da sind wir zum Beispiel bei Blaubarts 8. Frau, was mir einfällt, ja, wo es doch heißt, ne, der hat doch die alle um die Ecke gebracht und sie darf in das Zimmer nicht reinschauen, ne, oder? Das, oder vermische ich zwei Geschichten, egal. Aber auf jeden Fall. Also ich, mach bitte. Also darfst du eine Tür, das ist die verbotene Tür, die darfst du nie aufmachen, da darfst du nie reinschauen, sonst bist du des Todes. Und das ist, was wir jetzt hier haben. Du darfst niemals die Leichen auch nur benennen, Rumpelstieße, du darfst es nicht benennen, du darfst sie auch nicht anschauen, du darfst sie schon gar nicht würdigen, sie müssen verschwiegen werden. Und das ist daran wird man irre, weißt du, da wird man irre. Nicht nur das, wenn man gewisse Dinge hinterfragen möchte, das wird sogar unter Strafe gestellt. Also gewisse Fragen darf man auch gar nicht stellen. Ja, und das finde ich auch so merkwürdig, weil als ich das übersetzt habe, habe ich überlegt, das ist doch eigentlich komisch, weil wenn etwas die Wahrheit ist, warum sollte man das auch unter Strafe stellen, wenn man sich die Wahrheit anschaut? Ja, aber diese Wahrheit wird ja unter den Tisch gekehrt. Also dieses Narrativ, das auferlegte Narrativ, ist ein Sermon, ist ein ultimatives, nur über, also niemals, ne, da haben wir ganz viele Märchen, die in die Richtung gehen, ne, wenn du da drüber gehst, dann bist du enthauptet. Hier sind wir wirklich bei dem Bild vom Enthaupten, ne? Sprich, es hat einen Grund, warum da keiner hinunterschauen will oder keiner hinschauen will. Und weißt du, was William macht? Das möchte ich hier jetzt mal sagen. Er kam von außerhalb, ja, und was er den Deutschen gegeben hat, ist eine Erlaubnis, weil das sage ich immer aus der Therapie, ich bin ja kein wahnwitziger Freund, vor allem nicht von Psychotherapie, aber egal, ich war ja auch mal oder Therapeutin, habe andere Arten von Therapien gemacht und was ich weiß ist, wenn du über eine absolute Tabuzone drüber gehst, ein wirkliches No-Go, wo es heißt, nur über meine Leiche, niemals darfst du hier drüber gehen, ja, wo du sozusagen Schwüre geleistet hast oder dir selber das abverlangt hast, weil du weißt, wenn ich da hinschaue, das ist gefährlich. Wenn du über so eine Türschwelle drüber gehst, ja, oder in dieses Zimmer reinschaust oder dir solche Leichen anschaust, sage ich jetzt mal, die Leichen im Keller, dann brauchst du eine Erlaubnis. Und das ist das, was William macht. Er kommt hierher und sagt, ihr Lieben, also er beruhigt sie und sagt, ich liebe euch, ich komme zwar von außen her, aber ich bin Teil, ich bin in Liebe verbunden und ich sage euch jetzt, ihr bekommt von mir die Erlaubnis, dass ihr da hinschauen dürft, nicht nur das, ich sage euch, schaut hin, denn sonst könnt ihr die Liebe nicht
wieder fühlen, sonst könnt ihr euch nicht erlösen. Hier geht es um Erlösung und das verdrehen dann diese völlig irgendwie hier Hirnverbrannten, verdrehen das und sagen, er kommt als Erlöser, als Jesus Christus, er hat einen Erlösungswahn oder irgend sowas. Dabei geht es um Erlösung, aber er kann nicht erlösen, er kann nur eine Erlaubnis geben. Ich hoffe, du verstehst noch, wo ich bin. Ich verstehe, wo du bist. Und was ich auch so interessant finde bei den Menschen, die ihn kritisieren, das Thema Bletchley Park nehmen die schon an. Ja, das akzeptieren die, darüber reden die. Oder Rheinwiesenlager, was wir da gelernt haben, was da alles passiert ist. Diese Informationen werden schon angenommen, doch die Person per se wird abgelehnt. Das ist auch, und ich finde es ganz interessant, wie William damit umgeht, weil er versteht es. Er versteht, was dahinter steckt. Denn es ist auch teilweise so, er sagte das auch in dem Interview, das war ein bisschen paradox, wenn man nicht tiefer reinschaut. Er sagt, ja, die Menschen vertrauen mir. Und dann ein oder zwei Sätze später sagt er, ja, aber dann misstrauen sie mir. Und da war so eine kleine Krux drin. Aber ich konnte das verstehen. Ich konnte das verstehen, weil das ist wie ein gebranntes Kind. Man hat sich schon mal die Finger verbrannt und es tut weh und man hat vielleicht ein bisschen Angst. Man hat Angst vor dem Feuer, es soll ja nicht wieder wehtun. Aber auf der anderen Seite wärmt auch Feuer. Ja, wobei, da will ich noch auf was achten. Ja, Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen. Sie spüren, ich bin ganz interessiert zu wissen, was du gleich sagen wirst. Und sie spüren eine Liebe dahinter, aber es ist dann, es kann gar nicht sein, ich bin doch nicht liebenswert, wer liebt mich schon? Ja, wer kommt denn daher und sagt, dass ich liebenswert bin? Das kann doch gar nicht sein, aber ich übergebe jetzt gerne. Okay, ich glaube, es ist schlimmer. Ich glaube, es ist schlimmer. Oh ja. Tatsächlich kriege ich immer einen dicken Hals. Also ich kriege einen dicken Hals, wenn ich diese Kommentare lese, weil es ist mehr als nur ihn kritisieren. Es ist tatsächlich eine Ablehnung. Aber es hat für mich eine große Verlogenheit und es ist für mich ein sich mit dem Feind verbünden. Ich bin da nämlich ganz woanders, weißt du? Ich bin da ganz woanders. Das ist nämlich die gelitten haben. Das ist nicht diese Generation, die hat überhaupt nicht gelitten. Die weiß gar nicht, was Leid ist. Es sind unsere Eltern und Großeltern, die gelitten haben. Und die Generation, die jetzt, ja, hier, das ist, kennst du den Film Der Vorleser? Nein. Es ist ein wunderbar, ich meine, es ist ein Buch natürlich, es ist ein Buch vor allem und es hieß ja auch, es wäre gar nicht verfilmbar. Es ist eine grandiose Verfilmung, Kate Winslet und, wirklich grandios. Und Ich will jetzt nicht spoilen, aber ich will nur kurz erzählen. Es geht um also auch da wieder, so ähnlich wie ich die Mutter von Romy Schneider, ne, die, obwohl ich, die Frau mag ich nicht, die Mutter von Romy Schneider, aber das ist egal. Sie ist auf jeden Fall in dieser Zeit. Und die Kate Winslet spielt eine, die kann weder schreiben noch lesen. Die ist eine Aufseherin und macht halt, was man ihr befiehlt. Ja? Und danach, nach dem Krieg, wird sie dafür natürlich an den Pranger gestellt und dann kommt die Gerichtsverhandlung. Und sie hat eine Liebesbeziehung mit einem jungen Mann. Und dieser junge Mann studiert dann Jus. Und dann sitzen sie, die 68er, ja, die klassischen 68er, sitzen alle im Gerichtssaal und sie ist diejenige, die vorgeführt wird. Und alle sitzen sie da oben und diese jungen Leute, ja, machen alle einen auf, boah, die Arge und Ding und Höchststrafe und überhaupt. Und sind hier, ja, absolut sicher, ja, in einem komplett theoretischen, intellektuellen, um nicht zu sagen hirnverwichsten, in einem Raum, ja, der überhaupt nichts mit tatsächlichem Schmerz zu tun hat, wo sie einfach da auf der Richterbank sitzen und sagen, hier, wie bei dem Gladiator, Daumen runter, sie gehört geköpft quasi. So, und das erinnert mich, ja, die Haltung. Die Haltung ist eine, die heute sehr weit verbreitet ist, weil das haben wir alle gelernt, 68, ne? Dieses Mindfuck, dieses nur noch im Kopf. Und ich weiß noch, wie ich damals eine Freundin hatte, die den Film sowas von abgelehnt hat, ja. Und ich habe sofort verstanden, sie ist eine von denen, die da jetzt, ich habe zu ihr gesagt, wenn du damals gelebt hättest, dann hättest du genauso, ne? Oder du richtest über jemanden, der das tatsächlich erlebt hat, ne? Und ich fand das so verlogen. Und es ist ein sich verbünden mit dem mit dem Sugar Daddy, ja, mit diesem, ja gut, William nennt es, ne, angloamerikanischen Establishment, sich damit verbünden. Und weil das war in den 50er Jahren, und deswegen bin ich auch bei Platzek,
bei diesem Schwiegervater von Romy Schneider, weil der verkörpert das. Diese 50er Jahre, ja, da hat man sich komplett an Amerika orientiert. Da waren ja auch alle Zeitschriften von Amerika gefördert, ne, ob Bravo oder waren orientiert an dem. Und wir hatten hier eine Unkultur oder eine Umdrehung der Kultur, auch eine Umdrehung einer geistigen. Es war keine geistige Kultur mehr, es war nur noch dieser völlig kalte. Und das ist es, weißt du, Nancy, was du vorher geschildert hast, war ja immer noch aus dem Schmerz heraus. Aber was ich vorwerfe ist, wir reden hier von einer Generation, die vollkommen nur noch intellektuell, vollkommen kaltschnäuzig, nur noch kalt. Und das sind genau dieselben, die heute dann mit ihren kritischen Kommentaren kommen, weißt du? Nur hier mit diesem kleinen Teil. Und da ist überhaupt keine Verbindung, auch keine Verbindung zu dem Leid unserer Eltern und unserer Großeltern. Ich habe mal gesagt, ich würde nicht weinen. Das hat mich betroffen, weil ich weine nicht, wenn ich bin nicht voller Selbstmitleid, weinen über mich. Aber ich sage dir was, Nancy, ich weine sehr wohl, wenn ich der Schmerz in den Rheinwiesen, der Schmerz unserer Eltern, der Schmerz unserer Großeltern, das bringt mich zum Weinen. Der Schmerz eines ganzen Volkes, egal welches, aber das bringt mich dann zum Weinen. Mhm. Also ich finde, deswegen machen wir das hier jetzt gerade. Ja. Und da liegt der Schmerzkörper. Und die Intellektuellen, die nur hier irgendwie so dieses kleine Ding hier, die wollen keine Verbindung, weil sie die Verbindung zum Schmerzkörper negieren, weil sie sagen, nein, so Schmerz, ich habe überhaupt keinen Schmerz. Sie haben auch keinen, weil sie keine Verbindung dazu haben. Weil der Schmerzkörper ist die Persephone, die unten im Stein eingemeißelt ist. Oder die Lorelei am Rhein oder wie oder Rheingold, ne? Da, ja, Alberich. Ja, wie auch immer. Also da gibt es viele Bilder. Mhm. Und dieser Schmerzkörper, der wurde, ich glaube, den gibt's schon länger. Und ich glaube, dass er durch, ich sag mal, Bletchley Park als Synonym für vieles, was passiert ist, nur als Synonym, dass Bletchley Park was da so richtig den Sargnagel gegeben hat für diese Trennung, Abspaltung. Also William sagt dazu, above the eyebrows, oberhalb der Augenbrauen. Und unterhalb der Augenbrauen. Und du hast auch gerade gesagt, und da stimme ich dir auch vollkommen zu, dass es da eine Trennung gibt. Da gibt es keinen Fluss, keine Verbindung. Ja, ich würde auch das, also als verschiedene, also ich kannte den Begriff von William nicht, also ich habe jetzt einfach nur gesagt hier, aber das ist ja genau. Er hat es genauso gesagt im Interview. Ach, wirklich? Ach, das ist. Ja, ich habe hingehört die ganze Zeit. Niemand hört so hin wie eine Übersetzerin. Okay, aber ich würde das jetzt gerne, ich würde es gerne trennen, also weil es völlig zwei verschiedene Prinzipien sind. Also Prinzipien. Das eine ist ein Prinzip und das andere ist gelebt. Also das, was wir an den Rheinwiesen. Das ist der Blutacker, das ist der Schmerz, sind unsere Ahnen, das ist das, was in uns ist. Ja? Das heißt, das ist gelebt, das ist authentisch, das ist verbunden. So, das ist Rheinwiesen. Aber Bletchley Park ist für mich diese angloamerikanische, hier eine, das ist das Gepfropfte, das, was drauf geht, das ist eine rein intellektuelle, eine rein hirnverbrannte, völlig ohne das Einzige, was es macht, ist, dass es sich der Emotionen bedient. Es reitet die Emotionen, es bedient sich der Emotionen, aber es ist völlig ohne irgendein Gefühl. Das ist wichtig zu wissen. Es ist ein Programm, es ist eigentlich ein vom Computer generiertes Programm. Du, ich habe mir über Bletchley Park viele Gedanken gemacht und du findest ja nichts, ne? Und als ich das erste Mal verdolmetscht habe für William, das war März 21, bin ich in der Pause zu ihm hingegangen, habe gesagt, sag mal, wo finde ich was darüber, ne? Wo finde ich Material? Und er sagte mir, you won't find anything at all, du findest also gar nichts. Und ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht über Bletchley Park und ich behaupte jetzt einfach mal, weil es für mich stimmig anfühlt, dass in Bletchley Park also nicht nur diese ganzen, die Verhunzung der Sprache festgelegt wurde, sondern, weil das ging ja schon 43 los, sondern dass dort auch die Rheinwiesenlager geplant wurden. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die das alles ausgeheckt haben. Denn die haben ja dort die Psyche der Deutschen analysiert. Die haben Tag und Nacht nichts anderes gemacht. Ne? Das ist alles aufgeschrieben auf Tafeln und jeden Abend wurden die Tafeln wieder glatt gemacht. Das war ja alles ganz geheim. Und die hatten nur eins im Sinne, wie zerstört man das deutsche Wesen? Und ich glaube, das ist jetzt meine These, Hypothese,
dass Sie einige Pläne aufgestellt haben, unter anderem Rheinwiesenlager, unter anderem die Geschichte, unter anderem später das, was dann kam mit der Frankfurter Schule. Also ich glaube, dass Sie da wirklich einen langfristigen Plan ins Leben gerufen haben. Und die größte, das Schwierigste heute ist, die sind alle weg. Es gibt keinen Überlebenden. Also ich von Blätter. Ich habe einmal einen Artikel über einige, die dort gearbeitet haben. Und du sagst es, sie hatten natürlich erstens mal ein strenges Verbot. Sie durften darüber überhaupt nicht reden. Aber es war auch so, dass die meisten, wie du sagst, es gibt niemanden, der da berichten kann. Aber weißt du, was es gibt, Nancy? Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt andocken, was du auch andockst. Es ist im Feld. Und das hat William gemacht. Das möchte ich, dass das jetzt mal alle, ich weiß ja nicht, ob hier überhaupt irgendwelche Kritiker zuhören, aber dass die sich das vor Augen halten. Weil William hat den Sargdeckel gelüftet. Er hat die Platte, die da oben drüber war, die Versiegelung, ja, die hat er weggenommen. Und was jetzt passiert, wir haben es dann thematisiert, du hast die Reihe ins Leben gerufen mit Bletchley Park, da bin ich dir auch sehr, sehr dankbar. Das war wunderbar. Und jetzt ist das, jetzt bewegt es sich. Und mittlerweile kommen dann, wir bekommen die Informationen, ob das jetzt eine Palmblatt-Bibliothek ist oder die Akasha-Chronik oder wie wir das jetzt nennen wollen. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinen Kindern in England war, auf diesem Feld, wo damals diese große Schlacht stattgefunden hat, wo dann William der Eroberer gewonnen hat, ne? Also diese große, ich habe es jetzt gerade nicht, weil ich bin jetzt gerade woanders. Fällt mir gerade dazu ein. Das ist auf so einer großen Leinwand. Was war denn das? Der Teppich von Bayeux. Auf jeden Fall diese Schlacht, ja, die große Schlacht. Ich war dort und eigentlich gibt es dort nichts mehr. Es gibt ein Museum, aber sonst, wir sind über das, ist hier ein Echo? Bin ich das? Wir sind über das Feld gegangen dort und es war, und das hatten wir alle, wir waren zu viert und wir haben alle gespürt, was auf diesem Feld, auf diesem Blutacker, das war auch ein Blutacker, was dort passiert ist. Also was ich sagen will, ist, die Information ist drinnen. Und ich meine, was sie damals gemacht haben, ist, im Bletchley Park haben sie die deutsche Kultur ausgemerzt. Oder es war zumindest, was sie wollten. Sie wollten es ausmerzen. Und in den Rheinwiesen haben sie dann tatsächlich das Männliche und die Jugend ausgemerzt. Und das ist jetzt da unten drunter, ne? Das ist da drinnen. Die Information ist drinnen und sie ist im Feld und sie ist jetzt freigesetzt, weil William hat Luft dran, dass das nach oben kommt. Und es erinnert mich übrigens daran, was die Römer mit den Germanen gemacht haben, ne? Also das heißt, das geht schon so lange zurück, ne? Schon immer. Ja, genau. Ja. Solange man nachdenken kann, was mit den Germanen schon alles gemacht wurde, der Karl der Große. Ich habe damals gedacht, das wäre ein Toller in der Schule. Klar. Ich habe gedacht, das wäre wunderbar. Erst im vorletzten Jahr habe ich erlebt, dass er in Sachsen schlecht hat. Er hat 4.500 Sachsen, ich glaube, es war im Jahr 753, hier in der Nähe von Fernen, abgeschlachtet. Also es wurde fast immer Krieg getrieben. Es wurde schon immer versucht, die Germanen, die Deutschen ja zu vernichten. Und also ich stimme dir definitiv zu, dass das, was William geleistet hat und immer noch leistet für das deutsche Volk, das ist so, so bedeutsam. Ich meine, es kommt auch kein Deutscher daher und erzählt uns, hört, das ist damals passiert und das ist damals passiert. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass es ein Amerikaner ist, denn würde ein Deutscher dastehen, ich glaube, das ist dann für die meisten auch dann schwer zu verstehen. Das ist ja auch nochmal so eine Krux, teilweise die Spaltung innerhalb des Volkes, ja, diese Spaltung, die sich im Prinzip im Inneren vollzogen hat, sieht man auch im Außen. Und das ist etwas, was auch in die Heilung gebracht werden darf, damit das Volk auch wieder ganz wird in sich. Jeder kann individuell. Genau, bei dieser Spaltung ist natürlich auch die Ost-West-Spaltung ganz wichtig. Weißt du, Nancy, als ich angefangen habe, meine Videos zu machen, habe ich ja damals nur
von meinen Erlebnissen und von meinen Erkenntnissen gesprochen und das hatte so gesehen erstmal gar nichts mit den Deutschen zu tun. Damals war ich noch irgendwie so auf diesem Informationsstand, oh, die von der BRD, die schnallen alles und die vom Osten aus dem ehemaligen, die schnallen gar nichts, weißt du, so irgendwie so quasi. Und dann habe ich immer wieder von meiner Seele gesprochen oder von dem, was ich erlebe und bekam sehr, sehr viel Rückmeldungen aus Leuten, von Menschen aus dem ehemaligen Osten. Und dann habe ich erst begriffen, diese Videos, die mache ich noch viel mehr für die Deutschen als für die Österreicher. Das war mir bis dahin überhaupt nicht bewusst. Und immer mehr haben mir die aus dem ehemaligen Osten geschrieben, was mit ihnen ist. Und da habe ich dann kapiert, also das deutsche Schicksal, weißt du, das ist mir dann erst bewusst geworden. Und dadurch habe ich auf einmal, und ich erinnere mich, wie ich einmal, ich glaube vor laufender Kamera, also als ich aufgezeichnet habe, fast in Tränen, also mir ist die Stimme weggebrochen, weil es mich so berührt hat. Das deutsche Schicksal hat mich auf einmal so berührt, was da passiert ist, weißt du, weil das ist ja, das geht ja so weit zurück. Zuerst der Erste Weltkrieg, wo sie überhaupt nicht wussten, wie sie dazu kamen, wie die Jungfrau zum Kind. Dann dazwischen diese immense Hungersphase und so weiter in der Zwischenzeit. Dann der Zweite Weltkrieg, dann als einer so ein Opfer zu sein und gleichzeitig als Opfer, als Täter abgestempelt sein. Und dann, ich meine, das ist ja völlig abartig, dass dann noch der ganze Kommunismus und die ganze Spaltung und also was dann noch passiert ist. Und das geht bis heute. Und das habe ich dann erst verstanden, dass offensichtlich meine Arbeit ganz viel mit dem Deutschen und mit Deutschland zu tun hat. Und ich denke, so ähnlich ging es dir ja auch, oder? Du kamst auch dazu wie die Jungfrau zum Kind, oder? Wie die Jungfrau zum Kind. Ich hätte niemals gedacht, hätte man mir gesagt, dass ich irgendwann hier sitze und über diese Themen, gerade ich über diese Themen rede. Ich bin für Frieden und Harmonie und sonst was. Hätte ich niemals gedacht. Aber Katharine, du warst auch, du und ein paar andere, ihr wart im Prinzip Seelennahrung an Anfangszeit, als das hier alles losging. Also die waren sehr, sehr dankbar für alle deine Sendungen und was du da gesagt und erzählt hast. Wir haben so viel dadurch auch gelernt. Und heute sind wir an diesem Punkt. Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf die Nummer Westen und Osten eingehen, weil dazu habe ich auch eine Theorie. Und vielleicht haben die das auch schon im Bletchley Park abgekatert. Was wäre, wenn man ein Experiment am deutschen Volk ausgeführt hat nach 45, dass man sagt, okay, den Westen, dann machen wir mal die Bletchley Park, dann machen wir die Bletchley Park Nummer, mal gucken, wie sie darauf reagieren und im Osten machen wir mal den Kommunismus. Mhm. Da, ja. Lassen wir die Russen drüber mit ihrer, wie soll ich sagen, mit ihrem Gedankengut. So, und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, dann lassen wir das Experiment mal laufen, denn ganz ausrotten wollte man den Deutschen ja auch nicht, weil das sind ja die besten Denker der Welt. Ja, die ganzen Errungenschaften. Was ich da spannend finde bei deiner Theorie, also du weißt ja, dass ich so unglaublich, also seit 2 Jahren fast schaue ich jetzt schon koreanische Filme und das ist unglaublich. Ja, wie machst du das aber gut? So eine tiefe Verbindung, ja, zu Korea. Und ich merke, wie viel es gibt eine tiefe Verbindung zwischen Deutschland und Korea. Das ist aber etwas, also zwischen dem deutschen Geist und dem koreanischen, das ist aber etwas, was ich fühle. Und zwar ganz tief. Und in Korea ist es ja genau dasselbe mit dieser Spaltung, ne, zwischen Süd- und Nordkorea. Es ist wie in Deutschland. Mit Vietnam haben sie es auch gemacht. Nur Vietnam, leider habe ich noch keine vietnamesischen Filme jetzt bis jetzt. Also da habe ich noch nicht so den Zugang zu Vietnam. Aber bei Korea kann ich sagen, etwas von dem unglaublichen deutschen Geist, ja, finde ich im Korea von Chosen, also von der alten Geschichte in der Tradition, finde ich dort wieder. Da gibt es eine Seelenverwandtschaft. So viel kann ich sagen. Und ja, ich denke auch, du hast recht, es ist ein Experiment. Was mich da jetzt auch interessiert, die deutsche Sprache finde ich auch so faszinierend und ich habe Gott sei Dank in Kanal aufgetischt zum Aufwachen unterstrich verlorene Wörter so geniale Menschen mit dabei und einer hat vor kurzem einen Beitrag eingestellt, dass Althochdeutsch mit Japanisch zu vergleichen ist. Also, okay. Und da habe ich jetzt gerade die Assoziation gezogen zu diesen anderen Sprachen. Also ich denke, dass wenn du dir nur die Sprachen, die Ursprachen anschaust,
Da siehst du teilweise auch in der Sprache von den Mayas, findest du Althochdeutsch wieder. Also da steckt noch so viel, was es noch zu erkunden gibt. Ich denke, wir sind da auf der Ebene alle eins. Wirklich auf der, ja, auf Mario, der ganzen... Prass, ne, hat darüber, Mario Prass hat darüber, aber auch dieser ältere Gott, ich habe mich mit all dem... er hat Landmann, Weltbild. Genau, Landmann, über den habe ich, also von dem habe ich einiges gelesen, genau. Mhm. Das ist schon eine große Sache. Aber jetzt mal, lass uns mal zurück zu deinem Interview. Ich weiß nicht, ob wir das heute alles schaffen, Katharine. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen. Ich würde sehr gerne da mit dir nochmal in die Bütt gehen. Einmal gucken, wie weit wir heute kommen, weil das ist wirklich, deswegen bin ich der Meinung, dass das beste Interview des Jahres ist, meiner Meinung nach, weil es wirklich dieses Thema anspricht mit dem Schmerz, der so tief sitzt bei dem Deutschen, bewusst oder unbewusst, und dann auch zu diesen Reaktionen führt, dass man jemanden ablehnt oder misstraut, wenn derjenige sagt, ich liebe dich. Du kennst dich ja auch aus mit Amerika. Wenn man einem Amerikaner sagt, hi guy, I love you, dann sagt, oh, I love you too, babe. Ja, irgendwie so. Oder einem Spanier oder Engländer, die haben damit kein Problem. Die nehmen das gerne an. Und das ist etwas, wo... Du bist auch international unterwegs, früher gewesen, und hast da auch deine Erfahrung. Das ist mir hier in Deutschland ganz besonders aufgefallen, dass die damit ein Riesenthema haben. Und da wusste ich, da steckt doch irgendetwas dahinter. Und ich, in den letzten 2 Jahren habe ich ja, füge ich die Puzzlestücke für mich zusammen. Und finde auch dank William, ja, wirklich dank dieser wundervollen Berichterstattung seinerseits und für seinen Mut darf man ihm auch danken. Also wirklich, was der, also danke nochmal an dieser Stelle, dass da eine Krux drin ist in der deutschen, ja, im emotionalen Volksseele, wenn man das so vielleicht ausdrücken mag. Und ich denke, dass wenn man... wir hatten vorhin die 7 Stufen des Prozesses von der Elisabeth Kübler-Ross. Wenn man das erstmal erkannt hat, und das ist der große Schritt, erstmal erkennen, dann die Annahme, und dann kann man in die Transformation gehen durch das Feuer, das reinigende Feuer, ins Wasser, in die Heilung, in die Klärung vielleicht rein. Und deswegen finde ich dieses Interview so, so wichtig. Da stecken so viele Informationen, die dieses... schön umschreiben. Er hat es ja sehr schön als Metapher beschrieben. Und ich, gerade vor mir habe ich Minute 15, da sagt er zum Beispiel, der Schmerz sitzt so tief, die Wunde ist immer noch offen. Wie du auch eingangs gesagt hast, es ist bewusst oder unbewusst, ist dieser Schmerz ja damals ja über ein ganzes Volk kam. Immer noch da und wurde noch nicht bearbeitet, weil man darf ja keine Fragen stellen. Ja, und da will ich nochmal auf das, was ich vorher, das nochmal aufgreifen, dass wir hier von der anderen Generation reden, weil die durchgegangen sind, das sind unsere Eltern oder Großeltern. Und die ist immer ein Echo, gell? Die hatten eigentlich eine Schuld. Sie hatten das Schuldthema, aber sie haben dieses Schuldthema nicht angenommen, sondern haben es auf die Großeltern oder Eltern projiziert. Also sie haben es denen rübergetragen. Die sind schuld. Also aus dem, du hast jetzt das Opfer zu Täter gemacht wurden. Aha, also er meint, dass wir die Lautsprecher runterdrehen sollen. Ja, habe ich auch gerade. Ich habe jetzt gerade Lautsprecher runtergedreht. Es ist so in Ordnung, Klaus. Okay, wir versuchen es mal. Also ja. ich denke, wir haben es hier mit einer Generationengeschichte zu tun, Nancy. Weil diejenigen, die den Schmerz erlebt haben, sind nicht die von heute, sondern das ist die Generation davor, denen dann die Schuld dafür in die Schuhe geschoben wurde. Die wurden von Opfern zu Tätern gemacht. Und die heutigen haben diese Hybris, diese Arroganz, ja, dieses, wir stehen da drüber, weil wir sind ja moralisch korrekt.
ich denke, das ist wichtig, dass man das sieht. Oh Gott, es ist immer noch Echo, gell? Okay. Mhm. Warte mal, immer noch? Klaus, ja, immer noch Echo. Ja. Immer noch Echo, ja. Da komme ich ja ungern rein. Also ihr könnt einfach nur ein bisschen beide, auch Katharina, und die Lautsprecher beide mal runterdrehen. Also ich mache mal runter. Ich habe meinen jetzt schon runtergedreht. Okay, also man hört aber noch. Okay. Ja, ist meiner runter? Ja, ich hoffe, dass was sich verbessert. Am Anfang war gar nichts und dann plötzlich kam das. Ja, genau, seltsam. Mhm. Sehr genau, seltsam. Okay. Na gut, macht mal weiter. Aber ich glaube, wie du sagst, es geht darum, dass man, dass dieser Schmerz, diese Empathie, also das ist Mitfühlen, ne, dass man sich dafür überhaupt öffnet. Die Qual, die unsere... Und die Bereitschaft dazu, die Erkenntnis, warte, ich muss mal hier so machen, warte, so, ich weiß, das ist jetzt irgendwie alles verstellt auf einmal, aber gut, macht nichts, wir machen mal weiter. Ich würde sehr gerne nochmal zu diesem wundervollen Titel eures Interviews zurückkommen. Den fand ich so brillant gewählt, provokativ. Ein Hinhörer, ja, es gibt Hingucker, das war ein Hinhörer. Und der Titel war, was wäre, wenn die Geschichte des neuen Sugar Daddies, so jetzt, des Sugar Daddies, gar nicht stimmt. Du meinst der Opener, weil der Titel war ja Let's Talk About Love, aber du meinst der Opener. Gell? Den Opener, genau, danke für die Korrektur, genau, den Opener. Ja, das habe ich ja die ganze Zeit gesehen, als ich da die Verdolmetschung gemacht habe, deswegen ist das bei mir hängen geblieben. Okay, Was wäre, wenn die Geschichte des Sugar Daddies gar nicht stimmt? Mhm. Und diese Frage kann man sich mal stellen. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch gebacken kriegen. Was meinst du? Oder wollen wir das wieder? Das ist ja eigentlich wie wenn, also ich sehe hier ein Kind, was entführt wurde und im Verlies gehalten wird und im Stockholm-Syndrom ist. Und der Entführer sagt die ganze Zeit, ich halte dich hier drinnen, damit du sicher bist, weil da draußen ist alles ganz schrecklich und hier gibt es lauter Feinde, aber ich bin ja dein Verbündeter. Mhm. Und wenn sich das Kind dann eines Tages aufmacht und herausfinden will, wer die Eltern sind, weil der Entführer sagt dem Kind, es sind deine Eltern, die dich verraten haben. Ne? Also hier wird eine Verdrehung. Deine Eltern sind die Bösen. Und wenn eines Tages das Kind sich dieser, da sind wir beim Parsifal, ne, der Frage nachgeht, ne, sich auf den Weg macht, um diese Frage, um es für sich zu entschlüsseln, wie sind die Eltern tatsächlich, dann kommt die Verbindung zu den Ahnen, die durchbrochene Verbindung durch Bletchley Park ist die Verbindung durchbrochen worden, unterbrochen worden. Und deswegen hängen natürlich nicht nur die Deutschen, aber wir reden jetzt mal von den Deutschen. Deswegen hängen die Deutschen quasi verbindungslos, unverbindlich. Jeder, der nicht redet, soll ja, der Mann. Okay, geht das? Also, okay, wir versuchen mal das mal. Also, ich denke, das ist der springende Punkt. Dieses unverbindlich, ne? Völlig ohne Verbindung zu den Ahnen. Und jetzt geht es darum, dass diese Verbindung zu den Ahnen wiederhergestellt wird. Und das geht nicht ohne Schmerz, ohne den Schmerz zu fühlen, ohne Mut, ohne Löwenmut. Ne? Den ganzen Mut zusammennehmen und sich riskieren. Auch riskieren, dass man dabei irgendwie sich eine blutige Nase holt oder dass man dann dass das alles einen irgendwie wieder einholt oder wie auch immer. Ne? Aber ich denke, anders wird es nicht gehen. Wir werden sonst nie zu einem liebenden Menschen werden, der auch geliebt wird. So, das war jetzt ich. Jetzt mache ich auf stumm und jetzt redest du, oder? So machen wir das jetzt. Ja, alles klar. Ja, und wozu wir auch ständig von William angeregt werden, ist es, Fragen zu stellen. Gute Fragen zu stellen. Und der sagt auch, und ich stimme ihm da so zu, wenn man sich andere Nationalitäten anschaut, so wie sie, ich sag mal, ticken. Der Deutsche hat wirklich hochgradig geniale kognitive Fähigkeiten und ist auch sehr präzise, wenn er etwas wissen möchte. Ich kenne das zum Beispiel auch von Oliver, wenn er was wissen will, der fragt so lange nach, bis aus Bodenblech und dann hat er seine Information und dann klappt das, dann gibt es Lösungen.
Und ich finde, das ist eine ganz, ganz besondere Art. Und wenn der Deutsche, nur in diesem Fall wird es dem Deutschen teilweise, oder uns, sage ich mal, teilweise erschwert, Fragen zu stellen. Und das ist dann auch so schwierig. Aber ich glaube, dass es eine Lösung gibt. Und ich glaube, liebe Katharine, dass wir definitiv noch eine Sendung machen müssen, weil ich habe noch so viel hier. Also da gibt es noch so viel in diesem Interview zu erkunden. Und das würde ich sehr, sehr gerne wieder mit dir gemeinsam. Ja, es ist mir wirklich eine große Ehre, dass wir beide über dieses Thema sprechen dürfen. Also das können wir gerne, weil ich denke, wir reden ja hier, das Große steht fürs Kleine, ne? Also das deutsche Volk steht für jeden Einzelnen und das ist sicherlich wert, dass man da weitergeht, wie du sagst, bis zum Bodenblech. Und ich glaube, es ist sogar mehr als nur eine Scheu oder eine, dass man da nicht hinunter will. Es ist ein Verbot. Da möchte ich noch einmal auf das zurückkommen. Ne? Wir haben alle ein kollektives Verbot auferlegt bekommen, ne? Dass wir nicht fragen dürfen. Wir dürfen die Frage nicht stellen. Und deswegen braucht es William, der sagt, der nicht nur auffordert, dass wir die Frage stellen, sondern der auch explizit die Erlaubnis gibt. Ja, vielleicht als eine Art, ob man das jetzt als eine Art Autoritätsperson nimmt oder ein anderer älterer Herr, vom Sugar Daddy hin zum älteren Herr, dass es sozusagen das homöopathische oder das idiopathische Prinzip ist, dass es dasselbe oder etwas Ähnliches ist, was heilt. Es kommt wieder ein alter Herr daher und sagt, ihr dürft jetzt oder nicht nur ihr dürft, ihr sollt auch. Und dass sich da manche so aufregen und sagen, um Gottes Willen, lasst nur die Platte da drauf. Ne? die Versiegelung, lasst nur die Versiegelung drauf. Geht ja nicht da an die Versiegelung. Ne? Ja, das ist halt, und das ist alles im Kollektiven, ne? Das ist so tief drin im Kollektiven. Ich denke darüber, dass wir da auch so darüber sprechen und vielleicht andere Ohren erreichen, tragen wir schon dazu bei, dass es noch mehr ins Bewusstsein gelangt. Und ja, wie gesagt, ich lass uns da gerne noch einmal drüber sprechen, auch intensiver. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Mir hat dieser Austausch sehr viel gebracht, sehr viel Spaß gemacht, liebe Katharine. Du warst wirklich großartig, ganz klasse. Jetzt gegen Ende der Sendung, magst du noch ein paar Abschlussworte mit uns teilen? Naja, weißt du, ich würde gerne den Link tatsächlich teilen zu dieser Dokumentation, die ich heute gesehen habe, da mit über Romy Schneider. Die war gut. Weil mir nämlich aufgefallen ist, dass dieses Phänomen ja exemplarisch steht für das, worüber William gesprochen hat und für etwas, wo ich auch durchgegangen bin. Also da ist überhaupt sehr viel Verbindung. Ne? Also ich bin ja auch mit 15 nach Paris gegangen. Die ist hier ein paar Meter von mir hier ins Internat gegangen, in Goldenstein, hier in Elsbeten, die Romy Schneider. Und ich hab ja Alain Delon kennengelernt und habe den damals betreut und mehrmals sogar. Und der war ja immer ganz, ja, die Romy Schneider. Ne? Mein Akzent, wenn ich Französisch rede, ist halt ähnlich. Aber deswegen sage ich das nicht, sondern was ich wichtig finde, ist, die hat in ihren Sissi-Filmen, hat sie sich gezeigt mit ihren 15- oder 16-Jährigen, damals ich, vollkommen einfach nur rein, unschuldig rein, genauso wie sie William geschildert hat. Ne? Und dann kam natürlich, nein, du musst intellektuell, du musst 68, du musst problematische Filme machen, du musst tiefgehende Filme machen, du musst Regietheater machen, du musst Autorenkino machen und ich weiß nicht was alles, ja. Und ich meine, ich bin ja auch mal Schauspielerin gewesen und ich kenne das alles, ja. Und heute sage ich Scheiß drauf. Entschuldigen, mir fällt kein anderer Begriff ein als Scheiß drauf. Weil ich bin nicht umsonst vom Theater weg, weil ich das kann, das alles nicht mehr, ja. Das Theater heutzutage ist nur noch von dieser nachkriegsintellektuellen Frankfurter Schule geprägt, ja, bis hin zu, dass sie auf der Bühne irgendwie, ich weiß nicht, mit Kot oder mit Blut oder ich weiß nicht was, oder sich festkleben. Und es ist kein Zufall, ja, dass das die Deutschen waren, die so extrem waren, weil in der ganzen Welt, jetzt müsstest du dein Mikro ausmachen, Nancy, damit, also auf der ganzen Welt, ne, waren diese Sissi-Filme, wurden als das genommen, ne, einfach erfrischend,
pur von Herzen und irgendwie, was damals diese unglaublich malträtierte Seele nach dem Krieg gebraucht hat. Ob das jetzt, mein Gott, ja natürlich, mir ist schon klar, dass die Filmindustrie, ob in Hollywood oder hier, dass das natürlich auch andere Wurzeln hat, aber darüber rede ich gar nicht. Ich rede jetzt einfach mal, das wurde immer und heute noch, weißt du, man muss darüber so reden, dass man sagt, diese Schmonzette und dieses Liebliche und dieses Ding, es muss niedergemacht werden. Und das erinnert mich daran, wenn ich Bilder gemalt habe, die schön waren, ja, dann weiß ich noch, wie dann dieser selbe Geist, der herrscht heute noch in Deutschland, ne? Also so mein früherer Lehrer sozusagen, du musst Bilder malen, die hässlich sind, die irgendwie mit Blut oder mit Ding oder mit Krr oder was weiß ich, du kannst nicht einfach Bilder malen, die man sich gerne an die Wand hängt, so wie die alten Meister. Und ich habe damals schon gesagt, scheiß drauf, ich mache andere Bilder. Und da, dieses Selbstbewusstsein, ja, zu sagen, nein, ich stehe dazu, dass es auch, es darf auch schön sein, es darf auch mal schön, es ist, wenn es beseelt ist und nicht nur immer hier aus dieser Mindfuck-Ebene. So, jetzt mache ich mein Mikrofon zu und jetzt darfst du wieder. Alles klar. Ja, dieses Beseelte, und ich sehe da auch eine Analogie zwischen Sissy. Ich habe mir deinen Beitrag, den du mir geschickt hast, heute angeschaut, und ich habe das auch gesehen bei der Magda, ja, wie sie ihre Tochter auch, wie soll ich sagen, instrumentalisiert hat, ja, zum Teil, also nach ihren Gutdünken. Und vielleicht kann man auch im weitesten Sinne eine Parallele dazu ziehen zu der jungen Frau, von der William spricht in dem Interview. Und ja, es wird Zeit, vieles aus der Verdrehung wieder gerade zu biegen. Nicht nur die Geschichte, sondern auch die Sprache. Uns selbst, ja, uns selbst in die Heilung zu bringen, auch dadurch, dass wir hinschauen. Und Katharine, ich glaube, wir kommen heute mal langsam zu einem Ende. Ist es dir recht? Oh, ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Kannst du Mick an? Ja, jetzt hatte ich vergessen. Ja, natürlich ist mir das recht. Klar. Wir können heute nicht alles hier abdecken. Eben. Es geht ja auch nur darum, dass... Warte mal, jetzt habe ich mal diesen Link hier reingegeben. Ich hoffe nicht. Ich das im privaten Chat. Gut. Privaten Chat, ja, ich weiß gar nicht. Oh, gut, egal. Ach du, macht nichts. Wir haben Spaß, beziehungsweise Spaß im ernst gemeinten Sinne. Mir bereitet ja schon eine sehr, sehr große Freude, dass wir heute dieses Thema, ich sag mal, angefangen haben. Das ist vielleicht ein schöner Ansatz. Und ja, ich würde dir jetzt gerne ein paar Abschlussworte, die den Raum dafür geben, bevor wir dann zu Klaus rüberschalten. Also ich denke, wir reden hier über etwas, Nancy, oder es wurde durch das Gespräch mit William etwas angestoßen, das er in seinen Vorträgen natürlich immer weiterführt, aber das auch ich in meiner Arbeit immer weiterführe und auch wir miteinander. Und ich glaube, dass die Tiefe des Ganzen vielleicht erst mit der Zeit wirklich verstanden werden kann, was es hier bedeutet. Das ist nichts Oberflächliches, es ist nichts Kleines. Auf der Suche indem wir die alten Wurzeln, ja, uns wieder verbinden mit den alten Wurzeln des deutschen Geistes, erst dann können wir wieder die Identität finden. Und das hat ganz viel auch mit der Weiblichkeit zu tun, denn William hat nicht umsonst gesagt, das Weibliche ist der Schlüssel, denn es ist das Weibliche, sowohl im Mann als auch in der Frau, was hier in den Untergrund verbannt wurde. Es hat mit Schmerz zu tun und mit Hingabe, mit Liebe, mit Verbindung, mit Herzverbindung hat es zu tun, genau. Und das ist ein unendlich tiefes Gebiet. Also da können wir endlos schürfen. Das ist das Reingold, nach Gold schürfen. Und das mache ich gerne weiter mit dir, Nancy. Also unbedingt, dass wir da weitermachen. Sehr, sehr gerne. Alles klar. Ich danke dir, Katharine, von Herzen. Und danke auch an Klaus. Der hat diese Sendung wieder möglich gemacht, und wer mag, kann sich auch bei ihm bedanken mit einem Energieausgleich. Das wäre schön. Ja, liebe Hinschauer, das war gerade eine sehr großartige Sendung, eine bewegende Sendung. Wir werden mit Sicherheit weitermachen.
Was kann ich noch sagen? Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende und das Neue steht vor der Tür. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit in dieser Übergangsphase vom Alten in das Neue und ganz besonders eine friedliche sowie glückliche Zeit im Rahmen eurer Liebsten, eurer Freunde, eurer Familie. Wir erleben alle gerade sehr besondere Zeiten und wie besonders sie sind, werden wir wie so oft im Leben erst rückblickend verstehen. Ich glaube ganz fest daran, dass alles gut ist und dass alles noch viel besser werden wird. Wir sehen uns bestimmt wieder hier. Ganz liebe Grüße an euch, eure Nancy. Tschüss. Tschüss. Radio Okie Toki Toki.